meine Lieben. Wir sind in der Vorweihnachtszeit und heute ist Nikolaustag. Doch wissen wir eigentlich, welchen Ursprung dieser Tag hat? Der heilige Nikolaus stammt aus der früheren Zeit, aus dem anerkannten Christentum des Bischofs von Myra, nähe Anatolien. Vielen Menschen ist das bekannt, aber sehr viele Menschen wissen dieses nicht. Und dazu gibt es eine Vorgeschichte. Und die möchte ich euch erzählen. Durch seinen Onkel stand der junge Nikolaus kurz vor seiner Priesterweihe. Doch da verstarben seine Eltern an der Pest. Und die Eltern waren sehr wohlhabend. Nikolaus verschenkte sein gesamtes Erbe und wurde durch seinen Onkel zum Abt in einem neuen Kloster gewählt. Als der Onkel starb, ging er auf die große Pilgerreise ins Heilige Land. Und als er wieder zurückkam, wurde er zum Bischof berufen. Bei der Christenverfolgung hatte man ihn nicht ganz verschont. Allerdings entging er dem Märtyrertod. So hatte er aber eine entscheidende Rolle auf dem Konzil von Nicäa zum Thema Dreifaltigkeit im Jahre 325 und setzte sich sehr stark für die Bekämpfung früherer Kulte ein. Nikolaus wurde 65 Jahre alt und war am 6. Dezember im Jahre des Herrn 343 verstorben. Der Gedenktag des heiligen Nikolaus ist der 6. Dezember und fällt in die Adventszeit. Traditionell kommt der Nikolaus in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember und füllt die bereitgestellten Schuhe der Kinder mit Süßigkeiten, Früchten und Nüssen. Die Kinder bitten in Gedichten, dass der Nikolaus zu ihnen kommt und die Rute nicht in den bereitgestellten Schuh steckt. Hier für euch ein kleines, selbstverfasstes Gedicht. Nikolaus, komm in unser Haus, wir stellen schon die Schuhe raus. Ich freue mich schon auf die Geschenke und ich in Ehre dir gedenke. Ich hoffe, ihr wart alle artig und habt oder bekommt schöne Nikolausgeschenke. Herzlichst, eure Diria.